Formen noch umsetzen wird. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Salavrakos. Jetzt Herr Stadler. Herr Präsident, ich möchte den Kollegen Kukan und Tannock zunächst antworten. Ich bin auch für die Abschaffung der Todesstrafe, und zwar weltweit. Nur wenn wir das vom Iran verlangen, dann müssen wir auch glaubhaft gegen andere Länder auftreten, die die Todesstrafe haben, ja sogar mit Folter arbeiten. Insbesondere gegen die Vereinigten Staaten von Amerika, wo es sie bis heute gibt, wo gestern sogar zugegeben wurde, dass in ihren Militärgefängnissen gefoltert wird. Da gibt es einen Senatsbericht dazu, wo das offen drinnen steht. Daher bin ich auch der Meinung der Kollegin Durand, dass man eine von den USA eigenständige Iran-Politik entwickeln sollte. Soweit war dann der Übersetzungsdienst wieder präsent. Also das habe ich jedenfalls so übersetzt bekommen. Das bedeutet auch, dass wir zurück müssen auf die diplomatische Ebene. Gott sei Dank ist diese Einsicht jetzt gereift, denn mit Sanktionen und Drohungen gegen den Iran haben wir gar nichts erreicht. Wir haben nichts anderes erreicht, als dass sich die Bevölkerung im Iran vom Westen abwendet. Und daher ist die Rückkehr auf die diplomatische Ebene ein Gebot der Stunde. Wenn wir dem Iran zugestehen, wenn wir in der Europäischen Union weiterhin eine eigene Atompolitik betreiben, Nuklearenergie selber nutzen, dann müssen wir es auch dem Iran gestatten. Ich persönlich bin gegen die Nutzung der Kernenergie. Auch die friedliche Nutzung der Kernenergie lehne ich aus Sicherheitsgründen ab. Aber wenn die Europäische Union selbst Kernenergie nutzt, muss sie das auch dem Iran gestatten. Sodass ich auch meine, dass eine eigenständige Iran-Politik der Europäischen Union auch verlangen muss, dass der Iran als Regionalmacht in die Gespräche in Genf in der Syrien-Frage mit einbezogen wird. Ich halte es für falsch, für ein falsches Signal, wenn man einen Partner mit einem Partner diplomatische Verhandlungen führt, dass man ihn auf einer anderen Ebene als Regionalmacht von vornherein ausspart. Das ist unvernünftig. Daher sollte man hier auch mit der entsprechenden Offenheit auftreten. Und übrigens den Punkt 5 lehne ich ausdrücklich ab, weil der ist nichts anderes als eine neue Form von Neokolonialismus, wenn man eine EU-Vertretung in Teheran eröffnet, um Einfluss auf die iranische Innenpolitik zu nehmen. Gracias. Herzlichen Dank, Herr Stadler. Wir kommen jetzt zu den weiteren Rednern. 1,5 Minuten, bitte, Herr Liesek. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Minister. Vor einigen Wochen, der polnische Außenminister war in Iran.